Ja. Da sind wir wieder. Ja, nach unserer Premium-Deluxe-Folge von fast 28 Minuten. Oh yeah. Ja, theoretisch könnten wir das Thema Autos sogar noch behalten. Den Chorus haben wir noch nicht fertig gemacht und generell die Themen noch nicht. Generell. Wo ich eben drauf eingehen wollte, was ich so angeschnitten hatte mit Panda Serp Mabella Syndrom. Worauf du in der letzten Folge von vor zwei Tagen eingehen wolltest. Mhm. Es begab sich mal zu einer Zeit, als ich noch Schüler war an der Berufsschule, dass ich einen Klassenkameraden hatte, der dann einen Führerschein gemacht hat und seine Mutter hat sich gedacht, hey, ich bin mal großzügig und kaufe ihm ein Auto. Es war ein Moment, warte, du ja, sie wollte ihm ein Auto kaufen. Für sie war es ein Auto. Keine Handtasche. Sie kaufte ihm einen Fiat Panda. Okay, eine große Handtasche. Bitte habt jetzt nicht den aktuellen, die aktuelle Neuauflage vor Augen, sondern schaut wirklich mal, falls ihr das Auto nicht kennt, nach Fiat Panda, beziehungsweise Seat Mabella, es ist gehoppt wie gesprungen, nur mit einem anderen Namen vorne dran. Es ist ein und dasselbe Auto. Ein Bauwerk der kastigen Art, was man wirklich lieben oder aus dem, eher letzten, hassen muss. Aus dem vorletzten Jahrzehnt. Ja, man also könnte sich aus so. Aus dem letzten Jahrtausend. Man könnte sagen, es ist so der Nachfolger des R5 oder der Ente im weitesten Sinne. Ja, so könnte man es verstehen, das Ding. Oh, ein schöner 4CV-Club. Hm. So was würde ich auch noch fahren. Sicher doch. Unter der Voraussetzung, dass ich die Vordersitze rausreiße und hinten Platz nehme. Ja, wie gesagt, seine Mutter meinte es gut mit ihm, hat ihn dann zum Führerschein ein solches Gefährt geschenkt. Er war hellauf begeistert. Nicht wirklich. Und ja, wie man so unter Kerlen doch ist, wenn man sich so ein bisschen freundschaftlich trollen möchte. Als er dann das erste Mal vorfuhr mit dem Auto, haben wir einen Lachanfall gekriegt. Gut, ich konnte mich nicht beschweren, ich habe zu dem Zeitpunkt ja noch nicht mal zum Führerschein gehabt. Ich habe den ja erst etwas später machen können, finanziell gesehen. Aber ich habe mir geschworen, so ein Auto, da bleibst du lieber Fußgänger. Ja. Wobei, das Auto mit der Originalbereifung hättest du an unserem jetzigen Wirkungsort im Winter null Probleme. Ja, definitiv. Den Berg würdest du hochkommen mit den Asphaltrennscheiben. Das Ding ist ja im Endeffekt für Landbevölkerung gebaut, dass die auch mal auf den Acker fahren können, um Kartoffeln zu holen. Halt wie die Ente oder halt auch der C5, ne? Warum muss ich mich jetzt gerade mit auf dem Acker fahren an eine Story aus meiner Ausbildung erinnern? Okay, ich hatte jetzt gerade eher einen hüpfenden Astra vor Augen. Einen hüpfenden Astra? Tag auf der Tür, wo wir inzwischen ja auch regelmäßig sind und wir den Parkplatz nicht gefunden hatten, sind zurückgefahren, wir gucken nach links, du, springt da ein Plater über den, ja, das könnte er, das ist er. So, das, ja. Nein. Um die Geschichte noch vielleicht abzuschließen, es begab sich dann so, dass wir, wie gesagt, uns ein bisschen lustig gemacht haben, haben gefragt, wo er den Wegwerfgriff hat und so weiter und so fort. Ich hatte noch zu Hause ein paar Griffe für Küchenschränke liegen, hab dann am folgenden Tag ihnen einen so einen Griff mitgebracht mit einer freundlichen Aussage, hier für deine Handtasche, damit du ihn auch zum Einkaufen mitnehmen kannst. Mann, war er maulig den Tag, aber die Krönung war immer noch, als er am nächsten Tag mit dem Ding auf dem Parkplatz fuhr und wir guckten drauf und er hatte das Ding aufs Dach geschoben. Er hat es dann wohl doch mit Humor genommen und hatte dann den Küchengriff aufs Dach geschoben. Schön professionell, zwei Löcher gebohrt, gut versiegelt, ne, und von innen geschoben. Sauber. Sehr geil. Er hat ja damals auch noch einen anderen, den ich über den auch kennengelernt habe, der fuhr in Seat Mabella. Und ich erinnere mich noch an die Pausen, wenn wir uns dann auf den Parkplatz gesetzt haben, in seinem Auto Musik gehört und dann der Bum Bum Golf zwei Parkplätze weiter oder beziehungsweise zwei Buchten weiter Kofferraum auf, die 80 Euro Bassbox anschmeißen und quält sie. Lass mich raten, die 80 Euro Bassbox mit einem Hundemotiv? Richtig. Oh Gott, bitte. Die dann da standen, auch typisch Hose mehr in der Kniekehle als alles andere, also so dieses
extreme Golffahrer-Syndrom. Seinerzeit mal ganz schlimm. Genau, die mit der krummen Wirbelsäule, die mehr über der Gangschaltung hing beim Fahren als alles andere. Ja, und das lag bei denen damals nicht daran, dass es tatsächlich. Dass sie eine Beifahrerin hatten. Dass das Lenkrad tatsächlich nicht mittig vor dem Fahrersitz gesessen hat. Nein, da gab es nämlich auch Fahrzeuge, bei denen das tatsächlich so war. Und daher kam dann dieses Rumsitzen wie ein Affe auf dem Schleifstein. Nee, das war schon gewollt. Und jedenfalls. Die machten ihre Techno-Musik an, haben sich da richtig einbeömmelt, wie geil der Bass doch ist. Und hört ihr das an? Da fliegen die Ohren weg. Und Alter, schon mal eine 5000 Watt Bass Machine gehört? genau so ungefähr. Und dann der Kollege meinte, mach mal bitte den Kofferraum vom Marbella auf. Ich nehme die Fernbedienung mit raus. Man muss dazu sagen, der Marbella hatte eine Sonderversicherung. Glasbruch. Glasbruch, oder Diebstahl, Innenraum etc. pp. Elektrik. Alles klar. Weil das Ding, das war keine Wertverdopplung mehr, das war eine Wertver-10-20-fachung, was er da als Radio drin hatte, man ganz salopp beschrieben. Yeah. Gesagt, getan, wir machten besagten Kofferraumdeckel auf. Ich Sapper im Mund zusammen. Wenn du das Ding gehört hättest, wärst du wahrscheinlich auch astreiner Klang. Er macht auf, geht zwei Schritte weiter, guckt Richtung der Golffahrer da. Ey, wollt ihr mal richtig was hören? Was kann denn schon die kleine Frauenhandtasche da? Er drückt auf den Knopf und auf dem Parkplatz fängt es an zu scheppern. Ja. Das kenne ich auch. Da ich sag mal so, der gute, also wenn es jemand hingekriegt hätte, dann er. Wo ich gerade drauf hinaus will, Antrieb durch Bass. Ja. Aber das mit dem, und dann fing es auf dem Hof an zu scheppern, kenne ich auch aus der Ausbildung. Ich hatte da so einen lustigen Gesellen, der fuhr ein sehr schönes Fahrzeug, einen Corrado G60. Oh, nettes Auto. Ah, sehr schönes Teil. Und der G-Lader war noch heiß gemacht, davon abgesehen. Auf jeden Fall, der hatte hinten in dem Corrado auch so eine große schwarze Kiste drin liegen. Da lagen bloß zwei Teller drin. Dann haben wir das Ding mal angemacht, weil wir mal wissen, weil das Ding stand da fast über ein Jahr rum. Wegen abgemeldet und diverse anderer Dinge. Naja. Fehlende TÜV-Gutachten? Das TÜV-Gutachten hat er immer wieder gekriegt. Dafür haben wir ja jedes Mal, bevor das Ding TÜV gekriegt hat, das Gewindefahrwerk komplett hochgeschraubt, die kleineren Räder aufgezogen und noch die Polster von den Hebebühnen runtergenommen. Und das alles, bevor der TÜV gekommen ist. Das ist wirklich noch alte Tuning-Kunst. Ich weiß, wie viele mir das erzählt haben früher aus ihrer Zeit. Hey, 70er Jahre, Manta A, getuned. Ja, ich musste dann mal zum TÜV. Das war meistens mein besagter Vater. Der ist damals Manta-Fahrer gewesen, aus Überzeugung. Schöne Autos ja auch. Ja, durchaus. Als VWler. Ja, heißen? Und dann besagt Manta erstmal kurz auf die Bühne musste, weil Auspuffanlage musste ab, der Spoiler hinten, also die Frittentheke musste wieder runter und ja, dann ging es zum TÜV, TÜV-Stempel drauf, wieder zurück in die Werkstatt, wieder anbauen. Ja, Standard. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht, wo da das Problem liegt. Das ist doch ein ganz normales Verhalten. Sagen wir mal, ordentlich gemachtes Tuning. Ja, zu der Zeit vor allem, ne? Da war das noch nicht so mit Teile, Gutachten und allen eintragen lassen. Da hat ja auch noch nicht die Herren in Blaulicht so hinterhergeschrien, wenn sie mal etwas ohne gefunden haben. Ja, wobei das ist auch immer ein bisschen jahreszeitabhängig, worauf die Herren achten. Stimmt auch. Anleitung. Also, Schön groß an dieser Stelle, falls zwar davon einer zuschaut. Ja. Großen Respekt vor dem Beruf, muss ich zugeben. Ja, ich muss sagen, ich würde es nicht machen wollen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich verstehe auch, dass es nötig ist, aber an manchen Stellen muss ich sagen, Leute, scheißt euch nicht so ein. Ja. Ich meine, wenn da, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn da einer rumfährt mit mehr oder weniger Slicks, ja,
Also da kriege auch ich eine Hasskappe. Das liegt aber an meinem Beruf. Weil das nicht nämlich nicht nur für das eigene, sondern speziell für das Leben anderer. Ich muss gerade daran, dass nicht kalkulierbar ist. Ich musste gerade an den besagten Kfz-Mechatroniker, von dem ich dir schon mal erzählt habe, wo der dort in dem Betrieb gearbeitet hat, wo ich dann auch als Autoaufbereiter mal tätig war. Mhm. Ja, wir hatten damals ein kleines Ferkel, das geschlachtet werden sollte, aber kein Fahrzeug mit Anhängerkupplung. Er hatte einen Passat, so wie dein, mit Anhängerkupplung, also Agrarstütze hinten dran. Winter. Pferdeanhänger geliehen von einem Bekannten, Schweinchen wegfahren. Dir schwan Schreckliches, ja. Ich bin froh, dass ich da zu der Zeit weder Führerschein hatte, noch das Ding fahren musste im Endeffekt. Ich erinnere mich noch an eine Fahrt 2 Wochen davor zur Arbeit hin. Komm, damals haben wir ja im selben Ort gewohnt, hat er mich sprich auch mal mitgenommen. Und dann, ja, das Wichtigste sind doch die Reifen an einem Auto. Das ist das A und O. Wenn die nicht in Ordnung sind, das ist auch viel zu gefährlich. Dann kommen die Bremsen und dann muss man erst mal nach allen anderen schauen. Du kennst den kleinen Hügel da oben, ne, bei uns, wo man rausfahren muss, der im Winter doch trickig werden kann. Ja, je nach Fahrzeug könnte der ein leichtes fahrerisches Können voraussetzen. Mhm, mit Pferdeanhänger, Versuch 1 sah so aus, dass mein Vater angefahren ist. Auf halbem Weg ist er dann rückwärts runtergerutscht. Obwohl halbwegs geräumt war zu dem Zeitpunkt. Er sich nur gewundert hat, was soll das? Guckte drauf. Oh, Winterreifen hat er. Profil? Hat mal einer ein Profilmesser dabei? Also nicht ja, den um Profilmesser, rein, sondern das Profilmesser. Ja, um Profil reinzuschneiden. Ja, genau. Das gute Fahrzeug hatte Slicks. Und damit hat er seine Frau mit, zu dem Zeitpunkt waren sie noch zu zweit, die Kinder, rumfahren lassen. Und wir haben eigentlich so, OMG. Und jetzt müssen wir bei euch in die Ecke, da war der Schlachter. Auf dass es halte und sicher ankomme. Ne? Ja. Ja, das, und wie gesagt, das gebe, dass es klebe und so. Ja, und wie gesagt, das von einem Kfzler, der kurz zuvor dann noch groß getönt hat, wie wichtig doch die Reifen sind. Ja. Und wie sagen wir es mal so, an der Stelle muss ich immer wieder auf die alte Weisheit zurückgreifen. Der Schuster hat die schlechtesten Reifen. Schuhe, der Elektriker die schlechtesten Leitungen und der Kfzler dummerweise das schlechteste Auto. Ja, meistens so. Oder zumindest häufig. Aber das war schon, das grenzt an kriminell. Also im Endeffekt, Sommerreifen mit Profil wären sicherer gewesen. Ja. Vergessen, die anderen zu machen. Und vielleicht mal wieder zurück auf Koros. Ja, genau. Kommen wir mal wieder zurück zum Ursprungsthema. Wo wir völlig abgedriftet sind. Der Koros, wie gesagt, top entwickelt. Deutsches, ja, sehr viel deutsches Know-how und auch von anderen Autofabrikanten. Und das, was man mehr oder weniger überhaupt nirgendwo mitbekommen hat. Einziges Fahrzeug, 5 Sterne Euro NCAP Crashtest. Richtig. In seiner Klasse im Jahr 2013 das einzigste Auto und das Fahrzeug mit den absoluten Bestwerten im Euro NCAP Crashtest. Das hat natürlich keiner an die große Glocke gehangen. Nee. Auch kein ADAC. Ja, der ADAC, ist doch, der ADAC kann doch jetzt sowieso nichts mehr außer Autos abschleppen. Ja, das ist das Einzige, warum ich im ADAC drin bin, falls man mal liegen bleibt und die braucht. Der ganze Rest dort interessiert mich so herzlich wenig. Und solange der Pannendienst von denen gute Arbeit leistet, ist also auch alles in Ordnung. Und da die da Pannendienst machen, im seltensten Fall was mit der Administration zu tun haben, sondern richtig, von irgendwelchen Kfz-Werkstätten mit ADAC-Verträgen kommen. Mhm. Ist da an der Stelle dann auch nicht wirklich ein Problem. Richtig. Aber da ich auch. Ja, sowas nicht bekannt zu geben. Und wie gesagt, also ich glaube, wir beide sind uns einig, wenn wir das Geld hätten und der kommt hier auf den deutschen Markt, wir wären sofort auch vor der Einführung Testfahrer, ne? Ich würde am liebsten jetzt schon schreien, sobald die erste Karre vom Band gelaufen ist, schickt er die hier rüber. Ich fahre die auf deutschen Straßen Test. Richtig, weil sie sieht auch klasse aus. Wenn sie das noch als Kombi rausbringen würden, da sind wir auch im Endeffekt beide Kombi. Richtig, wir beide sind ja Kombi-Anhänger. Nach dem Motto, ja, der Letzte ist immer ein Kombi. ja,
kann man, also ich wünsche der Marke, dass das so, die Bilder, die ich da gesehen habe von der Dokumentation, ich habe gestaunt. Auch so Punkto mit Fahrzeugen. Ich habe mir den Internetauftritt mal angesehen. Und Punkto mit klapprige Fahrzeuge und so, wie man es bisher eigentlich aus China kennt. Nö, Fahrzeug, hey, die Leiste passt nicht, weg. Und dann kam dieser eine besagte Autotester, wo sie es dann auf der letzten Autoshow da vorgestellt haben. Ah, und der das, den Koras so zerrissen hat. Ah, Qualität, die ist doch gar nichts und bläh. Und ich mir nur gedacht habe, sag mal, Meister, an welcher Stofftüte, in welcher Tüte hattest du denn den Kleber drin? Ich glaube, die war schlecht. Der hatte keine Tüte, in der der irgendwelcher Kleber war. Der hatte nur genügend Kohle von nicht weiter namentlich zu erwähnenden Fabrikaten. Herstellern. Genau. Boost. Reusbar. Richtig. So, Segment Nummer 3 ist auch fast fertiggestellt. Sehr schick. Ja. Geht nur noch ein bisschen Boden wieder. Wir sind mal wieder die Stonewicks ausgegangen. Ja. Nicht mehr so viel. Wie gesagt, schaut ihn euch an und empfehlt ihn auch weiter. Wo hat der sich denn damals so alles drauf? Ha, dann da ist das Spaltmaß noch nicht so 100% exakt. Also das sieht so billig verarbeitet aus. Ich hab nur gedacht, ganz Meister, ehrlich, der Typ hast du einen Schuss? Haben. Die letzten Fahrzeuge, die ich mir teilweise angeguckt habe, die in irgendwelchen Läden gestanden habe, da habe ich mir auch gedacht, Spalt ist kein Maß. Richtig, ja, amerikanisches Vorbild. Die Kisten stehen im Laden, du guckst mal von 3-4 Metern ein bisschen schräg auf die Karre drauf und fragst dich, das Spaltmaß passt oben und unten so nicht. Mag vielleicht bei mir daran liegen, dass ich da vorbelastet bin wegen meiner Ausbildung, aber guckst dir das Ding von, wie gesagt, mal nur so halb und denkst dir so, ja, das sieht jetzt nicht so, das Spaltmaß sieht nicht so toll aus. Die Leiste hätte auch ein bisschen gerader sitzen können. Mhm. Und was zum Teufel haben die da für einen Kunststoff verwendet und warum ist da zwischen den Kunststoffverkleidungen am Armaturenbrett so ein klein fingerbreiter Spalt, dass ich da noch zwischenfassen kann, wo das eigentlich wesentlich cleverer wäre, wenn das so ein nahtloser Übergang wäre. Oh yeah. Richtig, aber sich dann mokieren und auch bei der Konkurrenz, bei den europäischen Herstellern, ist die Qualität noch so Welten voraus. Ja, genau. Darum wurde der gute Mann von BMW, der dann sich im Ruhestand gedacht hat, hey, ich will's doch mal wissen und ich zeig denen, dass ein Volkswagen genannt, und zwar nicht jetzt als Hersteller, sondern als Auto, das... Primär ging es ja darum, dass sie die Challenge angenommen hat, die Chinesen fahren von vornherein erstmal ungern chinesische Fahrzeuge. Richtig. Und um das wegzukriegen, hat sich halt dieser chinesische Investor gedacht, da müssen wir was dran drehen. Und besagter Mann von BMW hat sich dann halt gesagt, okay, Challenge accepted, ich probier's. Jupp. Und was, wie gesagt, was der sich reingeholt hat... Know-how. Personal, das ist... Der Designer ordentlich. Von Mini war es, glaube ich, auch noch, ne? Glaube, ja. Also, der hat das Auto, glaube ich, gedesignt. Wie gesagt, super schöner Wagen, finde ich. Also, sofort. Können Sie mir direkt vor die Tür stellen? Ich nehme den ungesehen. Sehe ich das auch. So, dann will aber, ich mal die letzte Kammer, die Outlines machen. Aber das ist ja dann leider, wie kann man nur, wirklich, ihr müsst euch mal informieren. Schaut einfach mal auch, vielleicht findet ihr ja auch so ein paar Sachen, die dann zum Beispiel auch von heute schon mehrmals erwähnten deutschen Betrieb gekommen ist, weil der hat sich, glaube ich, besonders darüber zerrissen, weil er das überhaupt nicht lustig fand, der Chef von denen, wie man sowas nur machen kann. Damit kostet man doch hier die Arbeitsplätze und ja, zeigt nur, wie es geht. Muss ich an der Stelle nur sagen, selbst schuld, wenn man es nicht schafft, mit der Zeit zu gehen. Beziehungsweise mal Fahrzeuge in guter Qualität zu einem immer noch brauchbaren Preis zu machen und vielleicht diese Aufpreisphilosophie, wie so viele Hersteller fahren, mal vielleicht zu überdenken. Mich wundert ja, dass sie noch nicht auf die Idee gekommen sind, dass man für einen Tankaufpreis zahlen muss. So nach dem Motto, 20 Liter gibt es Standard und wer einen größeren Tank im Auto haben will, muss Aufpreis zahlen. Obwohl, ich soll es nicht zu laut sagen. Ja, bringen Sie nicht noch auf dumme Ideen. Ich traue denen viel zu und du ja auch, ne? Ja, aus Erfahrung. Wie gesagt, wenn man in etwaigen Läden arbeitet, dann Wie gesagt, kommt man da so Sachen mit, wo man sich denkt, oh mein Gott. Ja,
gut, das kenne ich nicht. Ich kenne es ja nur durch meine Zeit als Autoaufbereiter im Punkto, gucken wir mal, was wir aus den Gebrauchten rausholen können. Ich sag nur Wildschweinauto. Oh, mir graust es immer noch bei dem Gedanken an dieses Ding. Und ich glaube, wir sind inzwischen auch wieder am Ende. Falls es euch interessiert, was das Wildschweinauto war, ich weiß noch nicht, ob ich es erzähle oder nicht. Aber schaut einfach in die nächste Folge mit rein. Ja. Michi wird wahrscheinlich mich dann muten, damit er sich das nicht nochmal anhören muss. Es ist zu spät, ich habe bereits den Flashback von diesem Lupo. Ja, du hattest ja auch mal so eine Offenbarung. Bin bereits mittendrin, ich rieche es schon wieder. Wir sehen uns in der nächsten Folge, bis dahin. Tschüss.